Heute mache ich eine Blumenkohl-Käsepizza. Dafür habe ich einen Blumenkohl in kleine Röschen geteilt und in einen Mixer gegeben und dann so klein gemixt, dass ein Brei entsteht. Ihr könnt hier sehen, dass es tatsächlich Brei ist und keine Stücken mehr. Da ich nur die Hälfte benötige, habe ich die andere Hälfte in einen Gefrierbeutel gepackt, denn für ein Blech Pizza reicht der halbe Blumenkohl vollkommen aus. Ich füge nun noch 75 Gramm frisch geriebenen Parmesan, 75 Gramm geriebenen Mozzarella, 2 Eier und für die Gewürze etwas Salz, Pfeffer, Rosmarin und Oregano dazu. Ich möchte es gerne etwas mediterran gewürzt haben. Alles gut vermischen und anschließend die Masse gleichmäßig auf einem Backblech verteilen. Sie sollte so dick sein, wie ihr ungefähr auch einen Pizzaboden formen würdet. Am besten geht dies tatsächlich einfach mit den Händen auf dem Blech zu formen. Der Teig wandert nun für 15 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Backofen und kurz bevor dieser durch ist, ergänzen wir noch eine Schicht frischen Käse. Welche Käsesorte ihr hier verwenden möchtet, ist natürlich euch überlassen. Ich habe Mozzarella genommen, weil dieser beim Anschneiden dann so schöne Fäden zieht. So sieht unsere Blumenkohl-Käsepizza nun fertig aus. Der obere Käse ist lediglich frisch geschmolzen und nicht braun. Dieses Rezept ist nicht mit einer normalen Pizza vergleichbar, da der Boden weich bleibt und nicht besonders knusprig wird. Ich persönlich mag ihn aber gerne so und ihr könnt hier sehen, wie wunderbar schön sich der Käse zieht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da.